Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Trials of Mana. Was? Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, kriegt ihr da trotzdem, wenn ihr das stumm geschaltet habt, kriegt ihr da eigentlich trotzdem eine Benachrichtigung, wenn ich euch erwähne? Ich weiß es ja auch nicht. Habe ich so auf WhatsApp noch nie so probiert. Und wie geht da? Bin wieder da. Sehr schön. Ja, ich mache hier gerade eine Poltertruhe kalt. Mann, Alter, die Poltertruhe macht doch auch ein Damage, Alter. Und dann kriegst du nur Scheiße aus der Scheiß-Poltertruhe raus. Hat sie diesmal fallen lassen? Ah, Goldsachen sammeln. Naja, gut, okay, dann. Annehmbar. Ach so, du hast die Gruppe nicht gestimmt. Ja, ich habe das gestimmt, weil das manchmal so viel. Was? Der Titel lautet Tagebuch des Todes. Ah, komm, renn da. Du hast das Buch ins Regal gestellt. Ich habe die gestimmt, wie gesagt, weil mir die Benachrichtigungen öfters mal auf den Sack gehen. Oh Mann, immer wieder solche Scheiß-Zombies hier. Ach, jetzt heilt sie komischweise, ist klar. Aber wie habe ich denn die eigentlich eingestellt hier? Kann doch nicht wahr sein, dass die nur Scheiße macht hier. Ja, Klassenangriff habe ich auf 100% eingestellt. Warum benutzen die die nicht? Sind die dumm? Die Aktion auch. Ohne auf den MP-Verbrauch zu achten, habe ich eingestellt, ne? Schutz geht über alles. Aber heilen tut sie auch nicht immer. Gegenstände, ja, pf, die benutzt sowieso nie, die Nüsse. Also kann ich es eigentlich auf 0 stellen. Bei ihr mache ich mal eher auf 5, auf dass mindestens 3 Exemplare übrig bleiben. Was? Wie heißt denn die 300 neben deiner Katze im Chat? Was für eine 300? Ach, du meinst hier die Punkte. Das sind Punkte, die du sammeln kannst. Die sammeln sich automatisch an, wenn du meinen Stream schaust. Und ich glaube, nach 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minuten ungefähr, dann kommt da so eine kleine Truhe und da kannst du draufdrücken. Das ist sozusagen für Twitch auch eine Sicherheit oder für den Twitcher eine Sicherheit, dass du auch aktiv guckst. Beziehungsweise, damit du halt immer die Punkte kriegst. Und die Punkte kannst du einsetzen, um zum Beispiel, was weiß ich, jetzt einfach mal deine Nachricht hervorheben kannst, so zum Beispiel, ja. Dann kannst du deine Nachricht damit hervorheben zum Beispiel, oder kannst zum Beispiel ein Emoticon von mir, Emote von mir einsetzen. Wo ist denn der hier? Hier zum Beispiel. Du kannst die Punkte einsetzen, um Emotes einzusetzen. Ja, oder wenn du natürlich Abonnent bist auf Twitch, dann hast du die Emotes sowieso frei. Oder was kannst du hier noch machen? Zufälliges Abo-Emote entsperren kannst du dann. Nur Nachrichten im Nur-Abo-Modus. Das ist natürlich nur, wenn ich den Nur-Abo-Modus auch anhabe. Ansonsten lohnt sich das ja sowieso nicht. Ja. So musst du zum Beispiel kein Abonnent sein. Musst aber halt immer aktiv bleiben, ne? Damit du halt hier noch Punkte sammeln kannst. Und ich als Besitzer natürlich muss die Punkte natürlich nicht ausgeben. Ich habe unbegrenzt. So, was haben wir denn hier? Die Kettenweste haben wir schon. Die habe ich, aber warum zeige ich die da noch Plus an? Verstehe ich nicht. Habe ich die bestimmt noch nicht eingesetzt. Dann müssen wir die gleich mal ausrüsten. Ich habe beim Zombie was eingekauft hier. Ausrüstung und Werte hier. So, tatsächlich, die habe ich noch nicht eingesetzt. Warum tue ich denn so etwas nicht? So, weiter geht's hier. Na, mal gucken, wir müssen den Boss gleich erreicht haben. Der Titel laut. Da auch schon wieder. Da wieder ein Rechtschreibfehler. Schon bei dem zweiten Buch, ne? Eigentlich heißt es ja, der Titel lautet. Ne? Das ist schon das zweite Buch, nebenbei erwähnt. Text des Tageslichts. Das Buch ins Regal stellen? Natürlich. Aus dem Buch sind Monster erschienen. Oh nein! Oh ja, die Geister meinte ich zum Beispiel. Die waren auch immer nervig im Original. Die haben immer eine übelst hohe Ausweichrate, ja? Konntest du nie treffen, außer mit Magie. Und wenn du dann gerade Charaktere dabei hattest, die absolut keine Angriffsmagie beherrschen, wie ich jetzt gerade zum Beispiel, ich habe ja nur einen Supporter und Heiler drin, ne? Ja, da bist du echt am Arsch, ne? Nicht nur am Arsch, sondern manchmal im Arsch. Geht da noch? Geht da noch ein Buch, oder? Das ist bestimmt eine Poltertruhe, jede Wette. Heißt, der halt einfach mal Kevin, oder wolltest du dem zu dir passenden Namen wählen? Nein, der heißt wirklich Kevin. Du kannst den Namen hier nicht ändern. Die heißen wirklich so.
Immer Magie auf die Geister, die konnte man kaum treffen, die Mistdinger. Ja, das hat mich genervt. Selbst bei Secret of Mana hat mich das immer genervt. Jetzt ist das, kann nur noch die, das letzte Buch hier drin sein, oder? Da habe ich schon wieder ein Buch übersehen. Geister, Geister! Weißbuch. Die Krone, das ist, weil du Twitch hast. Quatsch, nicht Twitch. Weil du Amazon Prime Kunde bist. Du könntest zum Beispiel dein Amazon Prime jetzt mit meinem Abo-Dings verknüpfen. Du bezahlst ja so oder so Amazon Prime. So verknüpfst du das bloß. Und hast mir sozusagen regelrecht ein Abo geschenkt. Ohne dass du sogar was dafür bezahlen musst. Liege ich da richtig, Mario? Weil es müsste eigentlich so sein, ne? Du hast doch letztens für den Typ meine Belohnung bekommen. Ja, aber das war doch nur eine ganz kleine Nummer. Dafür gab's nicht viel. Wie viel? Hat gerade mal für 3 Pizzas und 2 Strawberry Sundays gereicht. Immer nur Pizza. Vielen Dank, Matze. Vielen Dank. Oh, jetzt fehlen mir nur noch 10 Abo-Punkte. Dann kann ich einen zweiten Emote erstellen. Google, Google. Der Titel lautet Druckwerk der Dämmerung. Ins Regal stellen. Es klingt, als hätte sich irgendwo eine Tür geöffnet. Ja, wir können weiter. Immer nur Pizza. Ey, glaub mir, also ich sag dir mal so, Matze, ne, auf Twitch ist das ganz anders, ne? Als auf YouTube. Also ich musste jetzt sogar schon, dadurch, dass ich ja jetzt Affiliate bin, musste ich sogar schon meine Steuer-ID annehmen, Alter. Das ist übelst heftig, ey. What? Chips. Wie stellst du eigentlich Alerts ein? Oh, das ist jetzt, das ist eine Prozedur, dir das zu erklären. Also, nein, das soll jetzt nicht heißen, dass du blöd bist. Nein, das ist halt allgemein relativ schwer. Das immer zu erklären. Ich kann dir das mal bei Gelegenheit zeigen, wie man das macht. Weil es ist, zeigen lässt sich das immer besser erklären. Weißt du, wie ich meine? Über Discord dann oder sowas. Da kann ich dir das dann zeigen, wie das funktioniert. Und wie du zum Beispiel eigene GIFs erstellen kannst. Du kannst auch eigene GIFs erstellen. Das geht auch. Würde ich dir sogar empfehlen. Es kommt ein bisschen persönlicher rüber, als wenn man irgendwas, irgendeinen Scheiß da raussucht. Und sowas. Dann zeige ich dir, wie man das einstellt. Log. Hello there. It's me, Mateo, supernatural enthusiast. I have fulfilled a dream of mine. I'm a ghost. But now what I've tried out, I think I'll go home. Now it's your turn to try. Das klingt so bescheuert, Alter. Den Soundfilter habe ich übrigens auch in meinem Pitcher hier auf dem Handy. Das ist so genial. Ah, das kann ich dir auch nur empfehlen. Mach erstmal dein Ding dort und dann. Not a ghost! No! Too young! Too young! Ja, Nielsen TV macht das auch ziemlich gut. Der macht auch gute Tutorials, was das angeht. Man has passed to you. Once you're cursed, you can't get off this ship until you give it to someone else. Give it to someone else. Someone. Wait. Wenn das nicht hilft, dann frage ich Tino. How mean. Does it really matter? You were considering switching places with one of your friends. Don't deny it. caught me. Whoever, or whatever, made this curse is on this ship. The rest of the group should look for it. Good luck. If you want to wait, I can search instead. Let me know. I don't want to walk around with just one other person. I am certain this cannot be pleasant for our friends. Also wenn jetzt einer von euch denkt, ja, das sind ein Haufen Rechtschreibfehler, wenn die Charlotte spricht, nein, das soll ein Lispeln oder sowas darstellen. Warum auch immer. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, wie auf Englisch sich Lispeln anhört oder auf Japanisch sich Lispeln anhört. Das ist keine Ahnung, ja. Aber wenn die hier auf Englisch oder auf Japanisch quatscht, da hörst du absolut keinen Lispeln raus. Absolut nicht. Nur in der Textform ist das ein Lispeln. Das ist sowas von bescheuert. So, ja, jetzt habe ich natürlich nur einen Supporter mit und, ja, ein Heiler. Das ist so nervig zu lesen von Charlotte. Ja, ich habe mich langsam dran gewöhnt, muss ich zugeben. Ah, wir haben hier noch... Wir haben hier noch einen Rätselkeks. Könnten wir eigentlich mal vor dem Boss einsetzen, oder? Nee, wenn wir zu dritt sind, das ist, glaube ich, besser. Duft, 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 duft. Ah, gleich kommt ein richtig geiler Soundtrack. Ach, den fand ich richtig toll. Scheiße, jetzt, ja. Oh, hier muss ich auch noch Kilometer weit rumlatschen. Was gibt's hier? Zombies. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Der Soundpitcher ist geil. Hier hab's nur High Crowd. High Crowd. I have the High Crowd. Oh, was ist das hier? Hier ist eine Truhe. Ja, 444 Lucre. Naja, das ist nicht 777 werden. 7 Seelen. Was? Ein Schnons erhalten. Ein Schnons. Oh, eine Poltertruhe. Das war mir so klar. Diese scheiß Poltertruhe. Oh, ab, Mann. Mann, hör auf mich anzuknabbern. Machen aber auch ein Damage beim Anknabbern. Ah, jetzt hat er nur noch seinen Angriff erhöht. Na, super. Schon mal einen Haufen Magie eingesetzt. Bin ich bestraft. Auch mal hier erstellt beim Verbündeten. So. Das sind schon mal Zombies. Haut ab! Lasst mich in Ruhe! Mag euch nicht. Was? Gibt's die diesmal auch mit Instant Kill, die Truhen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Meinst, ach so, du meinst diesen Ring? Ich weiß nicht, hast du überhaupt Trials auf Mann? Nee, du hast doch Trials bzw. Seiten Dance zu 3 noch nie durch ihr spielt, oder? Also da gab es zum Beispiel auch mal so ein Ding in der Truhe, da kam immer so ein Ringmenü. Also was heißt Ringmenü? Roulette, genau. Bevor die Truhen immer aufgegangen sind. Und da, wenn du Pech hattest, kam da der Sensmann, hat dich instant kalt, instant umgebracht. Aber hier, das ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich glaube, das kommt eher auf deine Verteidigung drauf an. Aber es gibt auch Gegner, die dich hier instant killen können. Aber welche das sind, weiß ich leider nicht. Das sind zum Beispiel hauptsächlich die Moves von den Bossen. Wenn da auf einmal eine Leiste erscheint, wo du die Leiste runterprügeln musst. Victory is easy with reliable companions. Here! Use this! Jetzt müsste aber langsam der Boss kommen, oder? Nee, natürlich noch nicht. Oh. Erstmal safen hier. Da gibt's noch nicht mal ein Autosave? Das ist ja mies. Oder? Doch, Autosave. Hat das jetzt gerade nicht angezeigt? Nee, was? Secret of Mana. Da gab's Drohnen, die haben dich mit einem Sensenmann gekillt. Ah ja, das, ja, das, ja, das gibt's hier, soweit ich weiß, nicht mehr. Warum auch immer, ich fand das eigentlich ziemlich cool. Wenn du mal echt Pech gehabt hast, da kam der Sensenmann raus, hatte ich instant gekillt. Das mit dem Roulette fand ich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Und du konntest das auch umgehen, indem du halt auf deine Werte mehr Glück hattest. Je mehr Glück du hattest, desto mehr positive Sachen wären aus dem Roulette auch rausgekommen. Mal hier. This enemy will fall nur Gegner. Save your strength. Da, 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 da. Ja, eigentlich wollte ich bei den Bossen Cliffhanger machen, aber das wird wohl nicht, ne? Und Silbersachen sammeln. Geil. Oh, hier kann man sich nochmal ausruhen. Erstmal pingen. Danke, LP. Schön, dass du einschaltest. Ey, warte mal, was ist denn jetzt los? Ich hab's gesagt, wenn wir hier pennen, dann kommen Zombies und andere Gegner, die uns überfallen. Schlaf überfallen! Au. Ja toll, wozu hab ich dann gepennt?
wollte mich eigentlich mit dem Pen nochmal komplett auffrischen. Jetzt bin ich schon mal fast tot. Hm, Alter, die Kamera sucht manchmal so kacke. Ja, quatsch nicht so viel. Ich bin nochmal... Kann ich... Toll. Kann ich mich nicht mehr ausruhen. Na super. Dalmeier Prodomo und was weiß ich, keine Ahnung. Aber jetzt können wir nochmal ordentlich pennen, oder? Also jetzt kommen wieder Zombies. Nee, diesmal nicht. Ups, oder? Kading! Wisst ihr was, Freunde? Wir machen hier nochmal richtig fiesen Cliffhanger. So, Freunde auf YouTube, wir beenden den Part für heute und morgen geht's dann an der Stelle weiter.